In Ihrer Publikation Der diskreditierte Staat kritisieren Sie die sogenannte Schuldenbremse der Großen Koalition Mitte 2009. Als normaler Bürger mag man an die große Summe der Staatsschulden denken und dieses Vorhaben unterstützen. Warum sind Sie gegen solche Maßnahmen? Ja, weil die Schuldenbremse erst einmal in ihrer Diktion einseitig ist. Man muss ja bei Schulden immer auch die andere Seite sehen, nämlich das Vermögen. Wenn wir eine Schuldendebatte führen, dann wäre ich dafür, und das nur wäre seriös, gleichzeitig eine Vermögensdebatte zu führen. Weil der Saldo aus Vermögensbeständen und Schuldenbeständen ist immer null. Und das ist die Einseitigkeit auch, die ich anklage, auch gegenüber der Politik anklage. So kann man einfach seriös mit den Dingen nicht umgehen. Und zweitens hat natürlich die Schuldenbremse wirtschaftliche Auswirkungen. Die verbietet ja quasi dem Staat als einen ganz wichtigen Spieler auf dem Spielfeld, wenn ich das mal so bildlich sagen darf, ab 2016 eben der Bund nur noch 0,35% des Bruttoinlandsproduktes, des nominalen Bruttoinlandsproduktes zusätzlich Kredite aufzunehmen. Und die Bundesländer dürfen ab 2020 sogar überhaupt keine Kredite aufnehmen. So, das wird Auswirkungen haben, weil damit der Staat nicht mehr handlungsfähig ist. Er ist ja zurzeit schon unterfinanziert. Völlig unterfinanziert, da können wir viele staatliche Bereiche herausnehmen. Nehmen Sie den Bereich, den großen Bereich der Bildung, Schulen, Kindergärten, Hochschulen. Wenn man eine Schuldenbremse oder eigentlich müsste man sagen eine Kreditaufnahmegrenze setzen würde, dann wäre ich dafür, das im Rüstungsbereich zu machen. Aber das meint man damit nicht. Ein Grund, der immer für Verschuldung genannt wird, ist ja der überbordende Sozialstaat. Der ehemalige Bundespräsident sprach einst davon, wir alle hätten über unsere Verhältnisse gelebt und müssten nun unsere Gürtel enger schnallen. Was halten Sie von dieser Ursachenanalyse? Ja, die ist falsch. Die ist einfach falsch. Im Wert jeder Grundlage, egal. Ich meine, man muss ja erst einmal sehen, Staat, Staatsquote, da fängt ja schon die Täuschung an. Ja, da werden alle Sozialversicherungszweige, also Rentenversicherungen und Krankenversicherungen, und so weiter, werden zum Staatssektor gezählt. Das ist ja schon falsch. Das sind nichts anderes als Mitgliedsbeiträge, die der Staat zwar vereinnahmt, aber ja nicht selbst verbraucht. Ja, die nimmt er ja quasi, indem er die Bruttolöhne eben mit Sozialabgaben belegt und paritätisch finanziert, in vielen Bereichen auch nicht mehr. Krankenversicherung ist zum Beispiel nicht mehr paritätisch zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern finanziert, aber sei es drum. So, das ist ja kein Staat. Ja, da fängt schon die Täuschung an. Dann liegen wir bei einer Staatsquote, die liegt etwa so bei 43-44%. Da sagen einige, die ist viel zu hoch, die muss auf 35 runter. Aber das ist schon falsch ökonomisch. Wir dürfen eigentlich nur als Staatsquote das nehmen, was der Staat, wir Volkswirte, wir nennen das ja den Staatsverbrauch. Ja, das dürfen wir eigentlich nur als Staatsquote messen. Also das, was der Staat ausgibt für Infrastruktur, für die Lehrer, für die Polizisten, für die Gerichtsbarkeit und so weiter, das ist eigentlich nur im Grunde genommen Staat und dann liegt die Quote noch bei 20-25%. Die Steuererhöhungen waren ja gar nicht da. Dann hätte der Staat sich nicht verschulden müssen. Das hat er aber gemacht. Ja, weil eben zu wenig auch an Steuern vereinnahmt worden ist, durch eine völlig falsche Steuerpolitik. Wenn Sie sich da einfach nochmal in Erinnerung rufen, die unsägliche Steuerpolitik der Schröder-Administration 2000, die Unternehmenssteuerreform, wir haben die Grenzsteuersätze egal wo nach unten gebracht, die Steuerbasis ist fast erodiert, das hat 400 Milliarden Euro gekostet, das hat nichts mit Krise zu tun, sondern es ist einfach eine falsche Steuergesetzgebung gewesen, die dazu geführt hat, ja, dass der Staat fast ein Suppenküchenstaat geworden ist. Denn das muss man ja auch dabei sehen. Ja, dass durch dieses neoliberale Paradigma wir die Gesellschaft immer mehr aufgespalten haben in Arm und Reich. Es gibt doch kaum noch eine mittelgroße Stadt, wo wir keine Suppenküche haben. Und das in einem, in Summe ja, der reichsten Länder der Erde.